So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Fahrvideo. Dazu muss ich jetzt erst allerdings kurz ausschweifen. Wir befinden uns hier gerade in der S4 B5 Limousine von Marius. Ihr erwartet jetzt bestimmt, dass das ein 800 PS Video wird. Wird es allerdings leider nicht, weil durch den Vorfall mit meiner Limo im Dezember haben wir uns dann entschieden, dass wir in dieses Auto von Marius erstmal schnell wieder einen Serienmotor einbauen. Das heißt, hier drin befindet sich jetzt ein ganz normaler AGB-Motor, 2,7 Liter K03 Turbolader. Die sind ungefähr so groß mit 265 PS Serie. So, weil eigentlich war das hier ursprünglich mal Marius Daily Auto, trotzdem natürlich weiterhin ein Traumauto geblieben. Das Auto hat aber vor 2 Jahren Motorschaden gehabt, Pleuellagerschaden mit Pleuelabriss, so rum. Und dann haben wir halt angefangen, den großen Motor aufzubauen. Das Ganze wird sich jetzt natürlich leider noch ein bisschen ziehen, deswegen haben wir einfach gesagt, so, wir hauen jetzt hier einfach schnell den Serienmotor rein. Das Ganze dauert, keine Ahnung, wie lange haben wir gebraucht, einen Abend gefühlt. Und schon läuft das Ganze. Außerdem cool ist, diese Motoren sind weiterhin immer noch bezahlbar. Ich glaube, wir haben für die gesamte S4-Technik, heißt Motor, Getriebe, Steuergeräte, Ladeluftkühler, wirklich alles, wie man es 1:1 aus dem Motor ausbaut, aus dem Auto, mit Achse, mit Antriebswellen und so weiter, 1200 Euro oder so gezahlt. An der Stelle nochmal vielen Dank an Silvan, dass du uns diese Technik überlassen hast. Und ja, nun haben wir wieder ein fahrfertiges Auto. Marius kann erstmal ein bisschen Spaß haben und irgendwann zum, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, zum Sommer hin, wenn wir alles wieder so ein bisschen geordnet haben, geht es dann mit dem großen Motor, mit den großen Ladern und so weiter weiter. So, nichtsdestotrotz kann aber so ein Auto natürlich nicht original bleiben. Deswegen sitzt der nette Herr neben mir heute, Sascha. Hallo. Herzlich willkommen in Hannover. Ja. Hallo, liebe Leute. Ihr kennt ihn ja schon, was extrem cool gerade ist. Das ist so ein bisschen so alte Erinnerung hier, ne? Ja. Weil wir beide haben uns vor fast 10 Jahren nämlich genau so kennengelernt und sind wirklich gefühlt tagelang in meiner Limo damals in Berlin auf der Autobahn hoch und runter gefahren. Ich habe mal gerechnet. Was schätzt du, wie viele Kilometer haben wir gefahren auf der Straße, bevor das Auto zu stark wurde? Ich mit dem Laptop auf dem Beifahrersitz. Übrigens bin ich der Einzige, der den Limo noch nie gefahren ist. Möchte ich auch gar nicht. Aber was schätzen? Sag mal was. Ja, ich denke mal schon so 5000 Kilometer. Richtig. Meinst du, reicht nicht? Richtig. Also ich weiß auf jeden Fall noch die Zeiten. Wir sind immer bei dir losgefahren. Als wir dann auf E85 gegangen waren, ist es ja so E85, ein Tank ungefähr 70, 80 Kilometer beim Abstimmen. Ne? Das heißt, wir sind wirklich 3, 4, 5 Mal immer wieder reingefahren, vollgemacht, reingefahren, vollgemacht, reingefahren, vollgemacht, so ungefähr. Ne? Bis du die guten Umtankpumpen hattest, weißt du, die elektrischen Dinger da. Bis ich dann irgendwann die Kanister mal bei hatte, ne? Genau. Aber was schätzt du, wie viele Kilometer? Ich habe es mal versucht zu eruieren. Ich glaube, es waren schon so 8.000, 9.000 Kilometer nur in deiner Limo. Heftig. Wahnsinn, ne? So, ja, wir haben schon wirklich viel wir haben immer in dem Fall ein, wie soll ich sagen, es ist theoretisch ein Original-Motorsteuergerät, was umgebaut wurde, dass das eigentliche Herz dieses Steuergerät jetzt in deinem Laptop ist, sodass du ihm sagen kannst, ja, Herz nicht, das Gehirn ist jetzt theoretisch im Laptop und du kannst ihm sagen, was er machen soll. Genau, das ist jetzt sozusagen Realtime, ne? Also das heißt, ich drücke hier auf den Knopf und das Auto macht sofort, was ich möchte. Mhm. Und da wir in diesem Auto nicht wie bei mir haufenweise Anzeigen haben, haben wir jetzt noch ein Lambda-Tool eingebaut. Das heißt, du kannst jetzt auch den Lambda-Wert sehen und den Sprit dementsprechend anpassen. Genau. So, extrem cool. Ich bin gespannt, was bei rauskommt, weil diese S4s mit 265 PS in der Serie sind ja nach wie vor bezahlbare Autos. Die sind zwar im Preis auch schon nach oben gegangen, aber ohne viel Aufwand, weil wir haben hier wirklich komplett alles Serie bis auf Auspuffanlage. Noch nicht mal an der Luftfilter drin, gar nichts. Ist komplett Stock. Und das Ding quetschen wir heute einfach mal so richtig aus. Versuchen wir. Versuchen wir. Um einfach mal zu gucken, was geht und wie so ein Auto am Ende fährt. Ne? Genau. Was denkst du? Wie viel hat er jetzt runter? Das Geile ist ja, jetzt kommt nochmal Marios Auto. A, überhaupt schon mal eine Limo mit Recaro-Ausstattung zu finden, ist schon mal schwierig. Schwierig. Ich selber musste sogar tatsächlich, weil ich jetzt für meine Limo wieder eine Rücksitzbank von Recaro brauche, sogar einen A4 kaufen, um den zu schlachten. Oh.
Oh, Wahnsinn. Ja, weil du kriegst diese Rücksitzbänke von Recaro fast gar nicht einzeln, keine Chance. Eher Recaro in Stoff, noch seltener. Mhm. Und hat jetzt gerade im Innenraum alles auch nochmal optisch zu Alus angepasst mit der orangenen Bremse, orangenen Nähte. Und ist halt auch einer der B5, der halt wirklich noch richtig gepflegt ist. Ne? Ja, weil das Bild hübsch aus selber. 162 runter, Farbe einzigartig, Jaspisgrün. Ja. Glaube ich, geile gefühlt Farbe. Einmal auf einer Limo und einmal auf dem Kombi gesehen. Ich sehe sie zum ersten Mal. Ich glaube, ich habe schon einige von den Autos gesehen. Wird jetzt ja natürlich für mich so ein bisschen, ja, da wird natürlich einiges fehlen beim Gas geben. Ja, na klar. Was hat denn der vom Technikpaket? Wie viel hat der? Das hat gerade viel runter. Okay. Ja, war halt billig, ne? Ich glaube 280 oder so in dem Dreh. 220. Auf jeden Fall so. Aber, und die Lada? Aber auch da, Silvan hat gesagt, das Ding läuft. Ja. Deswegen, also ich wollte mit Absicht eine Technik, wo ich wusste, die kommt aus dem Schlachter, okay, die definitiv funktioniert. Mhm. So, wir haben nur Ventildeckeldichtung neu gemacht, weil die gehen halt immer undicht und Kerzen neu gemacht, fertig. Mhm. Okay. So, erste Lader drauf, keine Austauschlader und nix. Okay, ja, dann schauen wir mal. Immer wieder sagen, so ein B5 ist schon cool irgendwie, ne? Ja. So, dieser V6 ist halt in dem Auto, das ist jetzt ja nicht so ein schweres Auto, ne? Das ist halt noch richtig Motor da drin halt, ne? Ja. So, also der fährt unten raus, hat genug vom Grunddrehmoment her, dass das Ding zumindest schon mal so von 1,5 bis 2,5 auch schon mal so ein bisschen Zug hinter hat, ne? Ist ja nicht umsonst jahrelang hintereinander weg Motor des Jahres gewesen. Deswegen, war das echt? Ja. Erst war es der alte 5-Zylinder von Audi. Und dann war es der V6 Biturbo. 6, 7, 8 Jahre hintereinander. Ja, ich bin auch wirklich absoluter Fan. Unkaputtbar. Du weißt ja selber, was wir die Dinger kreieren können. Ne? So, wie fangen wir jetzt an? Pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich habe dir jetzt mal den Ladung begrenzt. Das heißt also, wir fahren jetzt nur mit Federdruck. Jetzt gucken wir mal, was das Auto alleine an Federdruck macht. Mhm. Okay. Weil, was hast du gesagt? 280.000? Was muss er normalerweise haben? So 0,4 bis 0,5, so 0,45, 0,47. Das heißt nochmal kurz zur Erklärung. Federdruck heißt, sollten wir in dem elektrischen Kreislauf zum Beispiel irgendeinen Fehler haben, dann geht er in Notlauf und genau dann fahren wir diesen Federdruck, der halt mechanisch am Turbolader eingestellt ist. Nee, nicht ganz richtig. Weil der Notlauf hat nochmal eine 10%ige Antaktung. Ah. Im Programm. Federdruck heißt wirklich das, was die Feder an Kraft hat, um die Westkennklappe zuzuhalten. Ja, das lerne ich nach 10 Jahren jetzt nochmal was. Wirklich? Ich dachte wirklich. Ich dachte, das weißt du. Nee, ich dachte Notlauf. Also ich dachte, Notlauf wäre wirklich auch 0%. Nee, ist nicht. Ist immer unterschiedlich. Okay, wir machen jetzt aber 0%. Wir haben jetzt 0%, also wir machen jetzt rein Federdruck, was geht. Okay, und weniger könnte man jetzt auch gar nicht stellen, nee, weil man einfach so viel Druck im System braucht, um die Klappe vom Wastegate aufzudrücken, dass die Abgase am Turbolader vorbei können. Genau. Für alle, die sich übrigens fragen, warum hier ABS an ist, Marius ist bei sowas extrem penibel eigentlich und macht alle Fehler aus dem Auto raus, sind auch keine Fehler. Wir haben es aber bei manchen Steuergerättypen, wenn wir den Emulator anschließen, das ist quasi das Steuergerät, was ich gerade erklärt habe, dass in dem Fall irgendwas mit der Lasterfassung nicht ganz passt für das ABS und dann gehen alle Lampen an. Vielleicht ist es auch einfach so, damit keiner zwischenregelt, also dass nichts zwischenregelt beim Abstimmen. Und deswegen nicht wundern, wie die Lampe an ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, 35, 34, 33. Ja, das ist wenig. Also viel, ne? Ich glaube, der zahlt die Kilometerlaufleistung hier im Tribut, ne? Ausgelutscht. Okay, da kann es jetzt natürlich sein. Theoretisch müssten wir jetzt die Feder wieder weiter vorspannen. Ja. Da ist hinten einfach ein Gewinde dran mit einer Mutter. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt einfach weiter vorspannen. Kommt man wirklich, wirklich bescheiden ran? Gar nicht ran. Weil wir müssen Downpipes voraus und so weiter. Deswegen lassen wir das und gucken einfach mal, was so geht. Ne? Genau. So, ihr habt jetzt aber gerade so 0,35 auf 0,3 gesehen. Das ist wirklich extrem wenig. Ja. Was jetzt wiederum nicht unbedingt heißt, dass die Turbolader schon verschlissen sind. Nein, das nicht. Aber hat natürlich jetzt mit dem Druckverhalten zu tun. Bedeutet, wenn wir jetzt natürlich 0,30, 0,35 haben, kann ich den nicht so anladen lassen. Mhm. Hätte der zum Verständnis jetzt für die Leute 0,4, 0,5, könnte man den anladen lassen, sage ich mal so, mit 1,5, 1,4. Mhm. Dadurch, dass er jetzt etwas schwächer ist von der Feder, denke ich mal, kommen wir vielleicht gerade mal so auf 1,3, vielleicht eine etwas höhere 1,3 maximal. Mhm. Und der Haltedruck wird natürlich weniger, weil ich jetzt solche Einbar stehen haben möchte oben raus. Die werden wahrscheinlich gar nicht regenerieren können. Ich denke mal, der wird dann abfallen auf 0,8 oder sowas.
Das heißt, als nächstes würde ich aus meiner Erfahrung auch sagen, du schreibst einfach direkt 100% rein. Ja, die sind so schwach, das würde können. 95, ja. Also so, ich würde direkt anfangen und würde 100% machen und gucken, was ich denke. Ich bin aber immer wieder begeistert, wie gut so ein B5 dann doch noch fährt. Ne? Ja. Also man ist ja mittlerweile schon viel gewohnt, gerade auch viel mit dem B7 und so weiter gefahren. Wenn so ein Ding gut in Futter steht und nicht alles ausgeschlagen ist, ne, ja, dann fahren die schon noch wirklich gut. Also was mich bei den Autos fasziniert ist, obwohl sie so alt sind, meine, wir reden hier von 20 Jahren, ne? Ja. Das ist nicht altbacken. Ja, ja. Das ist alles noch schön, die Haptik passt, ja, die Optik passt, ist zeitlos. Ja. Oder? Ja. Nee, definitiv. Ja. Weil, wie du sagst, 20 Jahre, ne? 20 Jahre sind 20 Jahre. Aber auch so vom, das ist ja auch das, seit langem mal wieder, dass ich in einem relativ leisen B5 sitze. Ja. Obwohl hier schon ein großer Auspuff ja drunter ist, ne? Ja. Es ist ja schon noch von den Fahrtgeräuschen und so weiter echt alles normal, ne? Klappert ja nichts, dröhnt nichts. Ja. So, okay. Du hast gesagt 100% beziehungsweise ich? 100%, mach mal. Attacke. So, das heißt, wir gucken mal. Ja, das fühlt sich doch gleich besser an. Ja, habe ich befürchtet. Und schon haben wir 200. Also Sprit passt, Zündung passt, dann 100% Taktung bleiben von vorne bis Ende stehen. Was haben wir jetzt gehabt? 1,3 knapp auf 0,85 oder so. Genau, 0,9 so. Was für ein Sprit ist hier drin? Bitte? Was für ein Sprit ist hier drin? Ich hoffe doch mal 102, so wie ich Marius kenne. Achso, haben wir gar nicht gefragt. Ja, doch, der tankt immer 102 hier rein. Also ich habe so, erst Ladedruck im Auge behalten, macht ja, so, wie du sagtest, 1,3 auf 0,9. Ja. Also richtige Entscheidung, würde ja, ich auch einfach so stehen lassen. Genau. Natürlich ist das in gewisser Weise Materialmord für die Turbolader. Ja, gut. Aus Erfahrung wissen wir aber einfach, dass die jetzt gerade noch nicht überdrehen, nein, weil sie theoretisch schon ein bisschen mehr Druck könnten, die kleinen Dinger. Naja, ich sag mal so, die Schallgrenze liegt wirklich beim gehaltenen Druck bei den kleinen Bar 1,1 Maximum. Alles, was sowas geht, kaputt auf Dauer. Ne? Mhm. Das hier ist vollgasfest. Ja. Wenn Marius hier losfahren, Hamburg Vollgas, nachts hin und zurück, wie er will. Spritpaste habe ich nochmal ganz gut eingestellt. Dadurch müssen wir jetzt ein bisschen tricksen, wo wir seine mittleren Zylinder noch hochkriegen. Hab den jetzt in Anführungsstrichelchen ein bisschen mager gemacht. Du weißt, ich lasse die sonst immer so 0,77 laufen. Mhm. Jetzt haben wir so 0,81, 0,82 passt. Mhm. Ja. So, also ich bin happy. Auto funktioniert. Zündwinkel würde ich mir gerne nochmal angucken. Also du darfst, wenn wir können, darfst du. Wir müssen noch einmal wenden hier. Einmal wenden, dass wir wieder auf unsere. Und eine Messung. Und eine Messung, genau. Eine Leistungsmessung, genau. Und ganz wichtig ist, Marius will unbedingt No Lift Shift und Launch Control haben. Nein, oder? Doch. Also das kannst du ihm direkt schon mal okay, in den Datensatz reinmachen. Was ist No Lift Shift? No Lift Shift. No Lift Shift kommt eigentlich davon, No Lift heißt nicht das Gas lupfen und schalten. Das heißt Vollgas stehen lassen, einfach nur die Kupplung treten, nächsten Gang rein. In dem Moment unterbricht er die Zündung, weil man braucht ja einfach einen kurzen Lastwechsel, dass der Motor nicht einfach nur einen Begrenzer dreht. Das heißt, es knallt so schön, kommt ein bisschen Feuer hinten aus dem Auspuff, gerade wenn der schön fett läuft und heiß ist. Und du hast halt im nächsten Gang gleich wieder Ladedruck, weil dadurch, dass die Drosselklappe nicht zugeht, gehen die Pop-Offs auch nicht auf. Das ist eigentlich No-Lift-Shift. Kann ich sowas auch haben? Theoretisch ja. Praktisch weiß ich allerdings bei dir, wenn du das erstmal drin hast, höre ich dich jeden Tag von 1 in 2 vom Hof runterreißen. Deswegen. Ja, die machen das bei den neueren Fahrzeugen, gerade wie bei dir, René, in die Golf meinst du jetzt, ne? Ja, das nennt sich dann mehr oder weniger so Sporthochschalten, nennt sich das. Ne? Das hat Audi mal vorgesehen für Rennfahrzeuge, weißt du, es gibt ja so TCR-Serien und so weiter und so fort, die fahren ja mit dem Motor. Und das nennt sich da Sporthochschalten, aber es ist eigentlich die gleiche Funktion. Okay. Belastet das irgendetwas vom Motor? Alles. Ja, alles. Alles. Alles, was knallt. Ja, ich formuliere es mal anders. Alles, was Spaß macht. Belastet den Motor natürlich immer und durch diese Druckwelle, viele meinen, das geht extrem auf Turbolader und Ventile, so ist meine Erfahrung nicht, aber
da du ja einen Cut drin hast, ne, ist das natürlich für den Cut schon Mord. Alleine, weil natürlich erstmal unverbrannter Kraftstoff in den Cut reingeht. Dann macht das Knall, Puff, Peng in verschiedenste Richtungen und so weiter. Ne? Das heißt, am ehesten und am schnellsten wird dein Cut auf jeden Fall gut allein. So, das heißt, wir ziehen jetzt noch mal einmal ein paar Gänge durch. Du ja, guckst mal. Genau, ich gucke mir erstmal einen Zündwinkel an und dann. Und du kannst ja auch mal interessehalber Luftmasse gucken. Ja. Dann wissen wir mal so ungefähr, wie er steht. Okay. Zündwinkel heißt, zu dieser Softwareoptimierung gehört immer dazu, dass du die Zündung auch anhebst. Genau. Ja, mit einem guten Zündwinkel erreichen wir das, dass der Motor oben aus sich zu heiß wird. Wir haben eine saubere, schöne, gute Verbrennung. Mhm. Ja. Es gibt ein Sprichwort, kennst du mich ja, ja, du bist der Ladung für dich ist. Ich sage immer nur so viel Ladung wie nötig, nicht wie möglich. Ja? Und mir ist eigentlich der Zündwinkel immer viel wichtiger. Er dreht besser aus, das ganze System bleibt thermisch gesünder. Ich brauche eigentlich gar nicht viel Ladedruck. Ich wollte nur unbedingt eine 3 da stehen sehen. Verstehe. Wo kriegen wir jetzt die 2 Bardosen her? So, nee, viele ist auch so ein Aberglaube. Viele denken, mehr Zündung gleich auch mehr Abgastemperatur. Nee, ist genau umgekehrt. Genau, je früher man zündet, ja, je mehr bleibt die Verbrennung, ich sag jetzt mal, in dem Brennraum. Und das Auslassventil geht quasi erst dann auf, wenn die Verbrennung schon relativ fortgeschritten ist. Und somit sinkt die Temperatur im Grunde. Genau, wir bauen praktisch, also von der Flammenfront ist das so, dass wir praktisch mit dem früheren Zündzeitpunkt bauen wir mehr Druck auf den Kolben auf. Mhm. Weil wir früher zünden, er hat mehr Druck, er ist auf dem Weg nach oben und kriegt dann richtig einen auf den Kopf. Ja. Und dadurch, sage ich mal, erreichen wir eben, dass wir natürlich magerer fahren könnten, rein theoretisch, mhm, und nicht so viel Ladung brauchen. Weil zusammensetzen tut sich das ja immer als mittlere Zylinderdruck. Ne? Ja. Das ist Sprit, Ladedruck und die Zündung. So, jetzt guck mal, bist du bereit? Ja? Ich bin bereit. Attacke. Aber er geht schon deutlich besser als vorher, keine Frage. Und dreht auch schön aus, ne? Mal die Draggy ausprobiert. Eigentlich wirklich coole Sache. Man hat einfach nur diesen Empfänger, der hier drin liegt. Alles Weitere macht man übers Handy. Also nicht wundern, dass es ein bisschen verwackelt war. Das war gerade mit dem Handy gefilmt. Und was kam gerade raus? 14.7. 14.7. Also ich muss sagen, 14.7, voller Tank. Okay, mittlerweile nur halb voll. Drei Leute, 14.7 ist gar nicht schlecht, ne? Ist gut, ja. Ja. Also haben wir jetzt 2 Leute raus, Tank leer. Einer allein unter Optimalbedingungen, vielleicht wenn es ein bisschen kalt wird als mit den Ladungskillern hier. Also ich denke mal, eine 12 kann schon. Ja, nö, also ich würde auch, hätte ich aber auch jetzt so getippt, 14er Zeit. Man darf immer nicht vergessen, RS4B7, die schlecht im Futter stehen, die dann so 360 PS haben, ja, die fahren genau die gleiche Zeit. Ja. Alleine. Ja. Ja, nicht mit 3 Leute. Ja, so, und ihr beiden seid jetzt ja auch nicht gerade die zärtesten hier drin. Nee, ist so schwer. So, das heißt, hier gehen ja mal schnell 220 Kilo raus, ne? Oh, so, ist ne? Und deswegen. Ja, nee, da top happy. So, wir machen jetzt zum Abschluss noch eine Leistungsmessung. Ja. Wir haben an der Radnarbe, also an der Radkappe, am Nabendeckel, genau, dein Insorik-Tool dran. Genau. Das heißt, wir fahren jetzt einmal aus dem Keller bis zum Ende. Das Spielchen kennt ihr ja schon. Lassen uns dann wieder ausrollen, um den Verlustbereich noch mit drauf zu haben und können euch dann noch mitteilen, wie viel Leistung das Ding jetzt hat, genau, wie er im Futter steht. Genau.
Aber ich denke auch, fährt so sauber und so schön, das Ding dreht so raus, ich würde ja rein gar nichts dran verändern. Nee, das bleibt jetzt so. Das ist jetzt Schicht, das ist Endstand, das wird da ja dann reingemacht in die Steuergerät und fertig. Ja. Das heißt, wir suchen uns jetzt noch eine schöne, ebene Stelle, um mal einmal, welchen Gang nehmen wir? Dritte, ne? Dritte, ja, ich glaube, das reicht. Dann werten wir das Ganze aus und dann sind wir auch schon durch. Und nicht vergessen, No Lift Shift, Load Control. Jawohl, ist schon drin. Sehr gut. Das heißt, kann ich ausprobieren? Kannst du jetzt ausprobieren, ja. Das ist das Schöne, wenn man im Emulator fährt, ne? Du kannst ihm alles sofort reinmachen. Ich weiß auch noch, wie lange wir an der Limo immer an dem No-Lift-Shift und Launch-Control rumprogrammiert haben, ne? Bis das dann doch irgendwann so war, wie ich es gerne hätte. Weißt du, was mir da mal einfällt? Hm? Unsere Geschichte im Osten, wo war das? Erfurt? Das war ihre Bremsenqualm. So. Das ist jetzt ein Insider, das können wir jetzt hier leider nicht besprechen. Ich reiße jetzt den zweiten Mal durch und schalte wirklich Vollgas einfach nur in den Trip. Das habe ich befürchtet, dass du das brauchst. Okay, Marius, No Lift Shift geht, wie du siehst. Ballert auch schön raus. Ja. Es gibt ja auch so manche Autos, die knallen so zweimal, so poppam. Ja. Das mag ich gar nicht. So ein männliches Knallen klingt auf jeden Fall immer wie ein großer. Also ich muss dir mal ein Kompliment machen. Ich traue mich das nicht. Zweite voll aussehen, dritte rein, No Lift Shift. Ja, man darf immer nicht vergessen, das ist ja so mein zweites Wohnzimmer, so B5. Ne? Genau. Ich habe schon so viele Male. Also man muss sagen, in den Recaros hier sitzt man anders als in meinem Pole Position, ne? Ja. Aber so dieses Reißen mit dem Lenkrad und der Schaltung so, weil das ist leider nicht die beste Schaltung. Also jeder, der in B5 fährt, kennt das Spielchen. Ja, also da gibt es Autos, die schalten sich besser als ihn. Ja. Gerade mit Originalverbot. B7. Ja, klar, B7 ist dagegen Traum, ne? Ist ein Traum, ja. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen abfallen lassen, dass wir dann nochmal im dritten Gang messen können. Ja, bitte so aus 2000. Oder vielleicht einen Tick runter und dann bis, ja, so laut Drehzahlmesser 7,2 oder was du da hast. Da kennst du dich nicht hin. Gibt man eine Schätzung auf? Ja, also ich würde auch sagen so 3,50. Ich denke es ein bisschen mehr. Echt? Ja, würde ich schon sagen. René, was hast du? Ich hab. Alter, wenn das mal nicht Verhältnis hier sind, ne? Das ist auf jeden Fall die falsche Frage an mich. Ich hab davon gar keine Ahnung. So, okay. Und Vollgas. 1,58 macht er dazu als Überspringer. Jetzt drehen wir schön aus. Und jetzt ganz wichtig: auskuppeln, rollen lassen. Genau. Perfekt. Das war eine super Messung. Aber leicht bergauf, ne? Aber das täuscht hier ein bisschen. Echt? Ich kenne ja die Strecke von meiner Driftbox-Auswertung hin und auswendig mit jedem Hügel. Okay. Die ist eigentlich kerzengerade hier. Ah, okay. Weil von der Optik sieht das aus, wenn es so leicht steigen ist. Ne? Okay, geh mal Schätzung ab. Du sagst 3,50. Ich sage, ich würde mir zutrauen zu sagen, sogar knapp 3,70. Ja gut, René, brauchen wir nicht fahren. Ich kann mich auch komplett verhauen, weil wir so viele hier drin sind. Also Drehmoment viel. Ja. Drehmoment bin ich mir sicher, wird das Ding so 550 Newtonmeter? Mehr. Meinst du mehr? Da steht nur 6. Also Drehmoment knackt der richtig an. Wie dann die Leistung über die Drehzahl kommt, müssen wir einmal gucken. Ne? Aber fährt auf jeden Fall cool. Wenig Aufwand. Marius wird jede Menge Spaß haben. Ja. Das heißt, das Ganze brennen wir jetzt noch auf das Steuergerät. Genau. Und dann sind wir auch soweit durch. Dann sind wir durch. So, jetzt müssen wir einmal noch Launch testen. Nein. Was für eine Drehzahl hast du reingeschrieben? Oh, was hast du von dir gesagt? 5? Weiß ich nicht mehr. 5. 5 oder 5,5? Nee, 5. 5, okay. Oder 5, 5? Nee, 5, 5, 5, glaube ich, war das. Dann werden wir gleich sehen. So. Oh, GoPro-Akku, ne? So, wir gucken mal. 5, 5. Ja, ich würde sagen, haben wir's. Reingehen, Messung auswerten. Der Besitzer vom Auto ist auch gerade eingetrudelt. Ja, guten Tag. Das Ding hat tatsächlich unsere Fahrt überlebt. Ja, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass ich mit dem Taxi nach Hause fahre. Nein. So, Sascha, hau mal einen raus jetzt hier. Ich hau mal einen raus. Also, wir haben beide recht. Du hast gesagt 350. Mhm. Korrigiert hat er wirklich, Tatsache 353. Effektiv auf der Straße 372. Jetzt können wir uns beide streiten, was wir meinten. Aber zumindest 626 Newtonmeter. Boah. Okay. Für die Pupslader, ne? Ja. Oh, und 1900 Kilo, da war es ja auch mehr als fair eigentlich, ne? Mit uns dreien da drin. Ja. Denke ich mal, ne? Jo. So, 353 PS, das heißt, wir sind fast 90 PS über Serie.
630 Newtonmeter. Ja, und das mit den Ladern, die mit den Ladern, schwachen Druckdosen. Mit der Laufleistung und so weiter. Du siehst auch hier im Verlauf. Guck mal, René, genau. Also, ich mach das mal ein bisschen kleiner. Die Kurve sieht auf jeden Fall so aus, wie er fährt. Ne? Also richtig genau. Schön sauber und zieht halt schön durch. Genau. Wir sehen ja jetzt hier, das ist ja mit dem Sensorik immer so ein bisschen blöd. Du hast ja bis 7 gedreht, ne? Auch wenn er jetzt hier 6 anzeigt. Ich weiß nicht, warum das System das so macht. Aber du siehst, hier kann man schön halten. Ne? Und ab hier oben, da kippt er uns so ein bisschen weg. Aber das liegt ihm daran, dass wir den Ladedruck ja eben nicht halten können. Ne? Er fällt ja von sich aus ab, obwohl wir die 100% Antaktung haben. Wir sind mit dem Sprit perfekt, wir sind mit der Zündung perfekt. Und das ist eben wirklich, da schwächelt der Lader. Ne? Bombenergebnis, 90 PS mehr. Fährt geil. Vielen Dank, hat mal wieder Spaß gemacht und super geklappt. Ja, vielen Dank euch auf jeden Fall. Sehr gerne. Und jetzt kann Marius jetzt ein bisschen rumbraten. Und dann sehen wir uns auch am Sonntag schon im nächsten Video. Ciao. Ciao. Wenn ich aber jetzt nicht leistungsverwöhnt ist, der braucht keinen Arsch, oder? Marius, bestell dich Thomas.